nachdem er im ersten Durchgang noch aufs Treppchen fahren konnte. Safety Car kommt raus. Ja. War klar. Schade, dass Safety Car kommt für Franz Engstler. Ja, und jetzt touchiert der Franz Engstler das Safety Car. Der Safety Car kommt aus der Boxengasse raus und fährt den Franz Engstler genau vors Auto. Wo gibt's denn sowas? Was ist das denn, bitteschön? Also eine ganz skurrile Geschichte und das Auto von Hernandez fängt auch noch an zu kokeln. Also das Chaos, was wir hier im Fahrerlager politisch erlebt haben, setzt sich jetzt auf der Rennstrecke leider auch noch fest. Da war der Hernandez weitergefahren und dann hat die Kiste angefangen zu brennen. Franz Engstler ist okay, das ist schon mal wichtig. Hier kommt Kurt Remel und der glaubt natürlich auch nicht. Der kann es nicht fassen. Was war das denn? Der fährt den einfach vors Auto. Ja, da hat der Franz Engstler keine Chance. Meine Güte. Und das Rennen ist abgebrochen. Meine Güte. Also das war Dummheiten, da sage ich jetzt ganz klar die Offiziellen. Das war eine Dummheit kaum zu überbieten. Die gelben Flaggen waren draußen. Okay, die hat der Franz Engstler...